Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Es ist soweit. Das Sparda-Bank Hessen-Stadion wird heute feierlich eröffnet bzw. an den Betreiber SBB übergeben. Das Ganze am Waldemar-Kleinplatz Nummer 1. Liebe Stadionfreunde, Stadionmiterbauer, Stadionmitplaner, Stadionfinanzierer, ich hoffe in Zukunft natürlich auch fleißige Stadionnutzer. Ich begrüße Sie hier zur Abschlussveranstaltung der Baumaßnahmen im Sparda-Bank Hessen-Stadion. Heute ist der Tag, da ist es an uns, Danke zu sagen. Alle, die wir eingeladen haben, alle, die heute hier sind, haben an irgendeiner Stelle in den letzten anderthalb, zwei Jahren einen Beitrag geleistet. Individuell, aber ohne Sie wären wir heute nicht hier. Und wenn ich von heute spreche, ist natürlich ein ganz besonderer Tag. Ja, 30.06., wir hatten versprochen, es wird pünktlich fertig, aber es ist natürlich der 29. 29., das wissen wir von zu Hause, heute ist der Tag, da holen sich die Kinder die Zeugnisse ab. Alle gehen stolz nach Hause und für uns war das so, dass wir gesagt haben, wir sind auch stolz. Heute können wir das präsentieren, was wir in den letzten 20 Monaten hier gebaut haben. Und wir sind fertig. Fertig heißt, jetzt gehen wir in eine Phase der Bauabnahme. Bauabnahme heißt, die Bauaufsicht gibt uns Noten. Wir geben der Firma prima Noten. Es ist eigentlich kaum noch was zu tun. Die Kleinigkeiten, das ist ganz normal. Da wird sich noch da und dort was ändern. Was erwartet Sie? Wir machen einen Stadion-Talk, den wird der Koch von der Offenbach-Post moderieren. Hier vorne sehen Sie die ganzen Hauptakteure rund um den Stadionbau. Danach haben Sie die Möglichkeit, sich das Stadion bis runter in die Katakomben anzugucken. Katakomben in Anführungszeichen, Sie werden jetzt keine Verschorbenen finden. Es gibt einen symbolischen Abschluss der Baumaßnahmen. Und die letzten Tage, die waren nochmal besonders spannend, es gab viele Veränderungen. Da ist nochmal richtig viel passiert. Was die letzten Monate hier passiert ist, da würde ich Sie jetzt bitten, einen Blick auf die Videowand zu werfen.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kickers-Freunde. Wenn ich diese vollen Tribüne, wenn ich die Plätze sehe, muss ich etwas zurückdenken an den 12. Januar 2011. Viele von Ihnen waren damals dabei. Es war in der Stadthalle Offenbach. Vor den Toren mehr als 1000 Leute, die unbedingt rein wollten. Die Stühle haben nicht gereicht, die Tribünen waren voll. Es war kein Konzert, es war keine Bürgerversammlung. Nein, es wurden Pläne vorgestellt. Pläne für ein neues Stadion. Für ein Stadion, das die Offenbacher Bürger nicht nur seit Jahren, seit Jahrzehnten bewegt hat. Abriss, Sanierung, Renovierung, worüber haben wir alle diskutiert, debattiert. Alles stand zur Debatte auf dem Weberer Berg. Alles war möglich. Aber viele hatten im Laufe der Jahre auch die Hoffnung aufgegeben, dass das noch etwas wird mit einem neuen Stadion in Offenbach. Ich glaube, umso größer ist bei Ihnen, bei uns allen in den letzten Monaten die Freude gewesen und vor allem heute, dass hier etwas wirklich Großes, etwas Neues und ich sage mal etwas Beeindruckendes entstanden ist. Was wurde hier geschaffen? 20.500 Plätze, 4 Tribünen. Eine beeindruckende Gegengerade mit 8000 Stehplätzen. Wo gibt es das heute noch in Deutschland? Auf ausdrücklichen Wunsch der Fans. 10 Logen, 800 Businessplätze, dazu viele Räumlichkeiten. All das, und das glaube ich, kann man mit Stolz vermerken, in 533 Tagen seit Präsentation der Pläne, seit dem 12. Januar 2011. Insgesamt ein tolles Projekt, über das wir hier mit den verantwortlichen Herren diskutieren wollen, die uns da sicher noch neue oder auch bekannte Einblicke geben können. Ich darf Ihnen gerade die Herren hier auf dem Podium vorstellen. Von der Firma Bremer AG, Herr Hölscher, der Projektleiter, Herr Hillenbrand, Vorstandsvorsitzender der Bremer AG, Oberbürgermeister Horst Schneider, Jürgen Weber, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank, Peter Walder, Vorstand der SOH, und Thomas Kall, Geschäftsführer der Kickers Profi GmbH, des Mieters hier im Stadion. Herr Schneider, ich darf bei Ihnen anfangen. In den letzten Tagen haben wir alle viel Fußball geschaut und wie die Spieler bei der Europameisterschaft nach so einem Spiel vom Platz gegangen sind, dann kam meistens die erste Frage, wie fühlen Sie sich? Sieg, Niederlage? Es gibt hier kein Spiel, es gab keinen Sieg, keine Niederlage, aber erlauben Sie mir trotzdem die Frage. Wie fühlen Sie sich hier in diesem Stadion? Ja, super fühle ich mich. Und wenn es dann Steigerungen gibt, dann fühle ich mich noch besser. Wenn es das erste Mal Bicke Backe ausverkauft ist und unser OFC ein entscheidendes Spiel gewinnt. Weil das ist der Sinn der Veranstaltung, nicht ein Bauwerk hinzustellen, sich daran zu erfreuen, sondern dass hier die Zukunft Profifußball in Offenbach für die Region, für das Rhein-Main-Gebiet geboten werden kann. Das war die ursprüngliche Motivation. Und ich war so oft hier, auch während der Bauzeit, entschuldige mich nochmal bei dem Bauleiter, ja, der hat mich ab und zu immer mal zur Ordnung gerufen, wenn ich ohne Helm irgendwo rumgekrabbelt bin, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, länger hier nicht vorbeizugucken, wie das hier wächst. Und immer wieder habe ich mich gekniffen, als es dann auch sozusagen so gut wie fertig war. Haben wir das wirklich hingekriegt? Ohne 1 Euro auf Bargeld und das ist einfach sein. Herr Schneider, warum war für Sie persönlich der Neubau des Stadions so etwas wie eine Herzensangelegenheit? Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass ich in Offenbacher Bub bin. Ja, ich bin Kilometer bergab. Nebenstraße, der Rhönstraße, groß geworden. Da war der großväterliche Garten, ja, meine Großeltern haben da gelebt. Ich bin dort groß geworden und bin von Kindesbeinen hier hochgelaufen. Ja. Anfänglich immer mit Papa und Onkel. Die haben mich immer auf die Stehtribüne mitgenommen, frühzeitig. Da waren ja unter den Pfosten waren solche Sockel und da haben sie mich draufgestellt, damit ich was gesehen habe. Und dann mit größerem Lebensalter ja, alle Aufstiegsrunden mitgemacht, mit Sonderzügen nach Saarbrücken, nach Leverkusen gefahren.
Pokalsieg 70 und ja, so entwickelt man eine Identität für seine Heimatstadt, für diesen Verein, und deshalb ist das auch für mich persönlich, dass das hier weitergeht mit hochklassischem Fußball, eine tolle Geschichte. Ich habe es vorhin angesprochen, es hat viele, viele Jahre gedauert. Sie waren derjenige, der immer zu Geduld und Beharrlichkeit gemahnt und aufgefordert hat. Auch wenn dieses Projekt Stadionbau zwischenzeitlich des Öfteren in Frage gestellt war, teilweise schon aufgegeben wurde von manchen Leuten, wie groß ist jetzt bei Ihnen die Genugtuung, dass es wirklich geklappt hat? Ja, das hat mein Vorgänger immer schon gesagt. Ja. Wer es in Offenbach schafft, schafft es überall. Wir haben nun mal ein besonderes Widerstandsgen und auch ein optimistisches Gen. Und das ist auch bei mir angekommen. Und ich kann mich gut so an die Debatte 2007 erinnern. Da hat der Thomas Galt mich am liebsten immer des Feldes verwiesen, wenn ich gesagt habe, Herr Galt, wir brauchen 5 Jahre, dass wir das hinkriegen. Und damals habe ich natürlich auch nicht genau gewusst, wie lange es dauert. Aber es hat tatsächlich 5 Jahre gedauert, ne, bis wir über diese Schritte, die ja wirklich ganz schwierig waren, wo ganz viele mitgeholfen haben, dass wir heute hier Ende der Baumaßnahmen gemeinsam feiern. Herr Wander, Sie haben es vorhin gesagt, 29. Juni, pünktlich. Wobei Pünktlichkeit bei Bauprojekten eben ein heikles Thema ist. Ich will jetzt nicht Offenbach mit Flughafen Berlin vergleichen, aber in Frankfurt nebendran wird auch an einem FSV-Stadion schon längere Zeit gearbeitet. Hier ist es auf den Tag genau im Zeitrahmen alles geblieben. Wie kam sowas zustande? Was war da alles nötig an Vorarbeiten? Ich glaube, wenn man die richtige Mannschaft hat, und die hatten wir auf unserer Seite, um sich an so ein Bauprojekt ranzuwagen, wenn man die Unterstützung hat von allen Beteiligten, dann kann man das auch auf den Punkt genau hinbekommen. Und manchmal braucht man auch einen richtigen Blickkopf, um zu sagen, jetzt machen wir es doch. Und wenn dann alle anderen mitspielen, dann ist man pünktlich fertig. Voraussetzungen hatten wir hier und wir haben es nie. Die Stadtwerke Offenbach gehen mit einer Investition in Höhe von 5 Millionen Euro in dieses Projekt auch hinein. 25 Millionen beträgt das Gesamtbudget. Was bewirkt das neue Stadion für die Stadtwerke Offenbach? Was kommen auch noch weiterhin für Aufgaben auf die Stadtwerke zu? Also erstmal sind wir stolz, dass wir für die Stadt das Stadion bauen durften, für die Offenbacher Bürger. Und stolz kann man natürlich auch nur sein, wenn es gut gelaufen ist. So, und der Oberbürgermeister hat es ja eben gerade gesagt, was die Finanzierung angeht, für uns ist es natürlich so, das ist eine Investition. Wir wollen auf nichts verzichten, das heißt, wir wollen Return. Wir müssen uns erarbeiten. So, und da stehen ja wichtige Partner hier mit vorne, die uns dabei unterstützen. Herr Wander, wir stehen in einem Fußballstadion, aber ich glaube, es wird nicht nur für Fußball genutzt werden. Die Pläne sind wahrscheinlich auch anderer Art, dass man hier noch andere Veranstaltungen durchführen kann. Ist da schon etwas im Gange? Auf die Frage habe ich gehofft. Es ist in der Tat so, wir leben im Wesentlichen davon, dass sie das Stadion auch mal so mieten. Die Räume oder das ganze Stadion oder ein Teil davon, dass sie ernsthaft versuchen, im Anschlusskreis zu heiraten. Das wollen wir nämlich für sie ermöglichen. Und das hat sich dieses Jahr überraschend gut angelassen. Also wir haben schon ordentlich Grad an Buchungen für den VIP-Bereich. Ich hoffe, dass es nach dem heutigen Tag noch mehr Interessenten geben wird, die sagen, da könnte ich auch meinen Geburtstag feiern, meine Hochzeit. Wie gesagt, das Stadion lässt sich auch mieten und auch da haben wir Partner gefunden, die ein großes Interesse haben und die ersten Verträge sind da, nicht nur für Fußballbezug, aber auch. Im alten Stadion war, ich glaube, Herbert Grönemeyer mit Konzert, Bruce Springsteen. Ist denn hier auch eine Konzertnutzung möglich und angedacht? Wir haben die komplette technische Voraussetzung und wir haben von vornherein geplant, dass es möglich ist, hier auch ein großes Stadionkonzert stattfinden zu lassen. Wir haben uns auch am Markt umgetan, wie sehen die Mitbewerber aus, Commerzbank Arena, zu groß, FSV kein Interesse. Da gibt es eine Marktlücke. Und wir wollen nächstes Jahr gucken, ob wir nicht diese Marktlücke mit Leben füllen und hier in Offenbach ein Konzert im Stadion machen. Herr Hülscher, Herr Hildenbrand, es war viel Rede von Planung. Dann lassen Sie uns über die Umsetzung sprechen. Sie als Verantwortliche der Bremer AG haben das in 17 Monaten, 18 Monaten hochgezogen, bezugsfertig gemacht. Spiele fanden während des Umbaus statt.
Herr Hillenbrand, was war für Sie das Besondere an diesem Projekt Sparda-Bank Hessen-Stadion? Es ist ja, ich glaube, das erste Stadion dieser Größenordnung für die Bremer AG gewesen. Das ist richtig. So ein Unternehmen wie die Bremer AG tickt ja nur ähnlich wie ein Sportverein oder ein Fußballclub, wie wir hier zu Gast sind. Man strebt ja immer nach höherem. Unser bisher größtes Stadion war das in Paderborn mit 15.000 Plätzen. Jetzt haben wir ein Stadion gebaut mit 20.500 Plätzen in der Mitte Deutschlands, in einem fußballhistorischen Mittelpunkt. Behaupte ich einfach mal, ich habe es ein bisschen in den Annalen gelesen. Das ist natürlich eine besondere Freude und ein besonderes Repräsentationsobjekt für uns, denn wir sehen die zukünftigen Stadien, die in Deutschland noch gebaut werden, in dieser Größenordnung. Also wir haben das Gefühl, jetzt in der Fußball-Bundesliga der Stadionbau angekommen zu sein. Die Fußball-Bundesliga hat große Stadien gebaut, hauptsächlich für die WM 2006. Ja. Ich denke, Bedarf ist in der zweiten, dritten Liga, gerade in Stadien in Deutschland in dieser Größenordnung, 20.000 plus, minus. Wir sehen das so. Wir sehen das so. Es werden Stadien für die zweite und dritte Liga sein, die großen sind gebaut. Und das trifft sich gerade glücklich, dass dieses Stadion jetzt hier in der Mitte Deutschlands für Fußballer gesehen ist. Ja, eine sehr fußballträchtige Gegend, in der wir uns hier befinden, gebaut werden sollte, gebaut worden ist. Das ist für uns natürlich auch wichtig als Punkt, Anlaufpunkt für andere Vereine, die hierher zu bringen und zu zeigen, das ist hier entstanden. Schaut euch das an. Offenbach als Vorzeigeobjekt auch. Ganz sicher. Was war für Sie der größte Unterschied zu den bisherigen Bauten der Bremer AG? Sagen Sie, war es das erste Stadion in dieser Größenordnung? Stadien haben immer etwas Besonderes. Unser übliches Geschäft ist es, Möbelhäuser zu bauen, Logistikcenter zu bauen. Da sehen Sie dann Breite, Länge, Höhe, aber Sie sehen nicht viel weiter. Jetzt kommt mal der Ingenieur in mir raus. Es ist fantastisch, hier rumzuschauen und Konstruktion zu sehen. Sie sehen Elemente, Sie sehen Detailpunkte, es wird nicht alles verkleidet. Und das ist schon eine besondere Aufgabe und es macht auch Spaß. Besondere Aufgabe und Spaß, vielleicht Stichworte für Sie, Herr Hölscher. Sie sind, waren der Projektleiter dieses Stadions. Vielleicht können Sie zwei, drei Sätze zur Bremer AG sagen. Wie viele Beschäftigte hat die Firma? Wie viele waren im Laufe dieser anderthalb Jahre hier aktiv? Die Firma Bremer. Okay. Bremer hat ca. 350 Beschäftigte, nicht nur Ingenieure, sondern auch Gewerbliche, die die Fertigteile erstellen. Das heißt, wir sind kein reines Ingenieurbüro, sondern wir bauen auch. Wir bauen nicht nur, sondern wir konstruieren auch und wir wissen ganz genau, wie die Teile auszusehen haben und so werden die gebaut. Dafür haben wir ungefähr, jetzt muss ich sagen, gucken, wie viele Ingenieure haben wir beschäftigt. Etwa 100 Ingenieure, die sich nur mit Fertigteilbau beschäftigen, das heißt, wir müssen davon besprechen. Auf dieser Baustelle, das ist immer strukturiert. Das fängt bei vier Leuten an, die den Boden wegschieben. Dann kommt der Rottbetonbauer dazu, der war in der Hochphase mit 15 Mann tätig. Dann kommt die Montage, während die anderen Rottbetonarbeiten noch laufen, kommt die Montage dazu, die waren in der Hochzeit mit 20 Mann beschäftigt. Zusätzlich zu diesen Monteuren, die handwerkliche Arbeit verrichten, kommen immens große Krane. Wir hatten hier Krane im Einsatz, die in der Spitzenlast von 500 Tonnen die Klasse, und zwar mit einem Gittermast. Vielleicht sind Sie hier unter den beteiligten Fachleute, da sagt man, ein 500 Tonnen Gittermastkran ist genau, der muss nur halb so groß sein wie ein Kran, den man normalerweise auf der Straße sieht mit einem Teleskopmast, mit einem Rohr. Das heißt also, man kann ungefähr vorstellen, welche Gewichte hier verbaut werden mussten. Dann kommen der Innenausbau. Sicherlich, ich will jetzt nicht alles wieder Revue passieren lassen, aber in der Hochzeit waren mit Sicherheit auf der Baustelle 500 bis 600 Mann beschäftigt, insgesamt. Und die wurden alle koordiniert von unserer Mannschaft. Das sag mal, Dankeschön Bastian, Dankeschön Markus, Dankeschön. Und es hat einfach geplatzt. Aber das Wichtigste ist, und das ist bei einem Objekt dieser Art, dieser Bauweise, wenn man sich diese Binder anschaut, das sind 57 Tonnen schwer, es ist nicht ein Unfall passiert. Noch nicht nur ein kleines. Wie haben Sie hier die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Firmen auch erlebt oder überhaupt mit Offenbach, mit der Stadt Offenbach?
Dann ist man ja wahrscheinlich sehr viel zu koordinieren. Ja. Bei einem Objekt dieser Größe und wenn Projektsteuerer dabei sind und vor allem Fachleute dabei sind, geht es zur Sache in Baustellenbesprechungen. Geht es richtig heftig zur Sache, das ist immer so gewesen, aber es hat immer nur der Sache gedient. Es war fair, absolut fair und hinter mir so ein Blick. Es ist nicht mehr dazu zu sagen, es hat gut geklappt. Das ist die Beteiligten, die für den Auftraggeber, Herr Walter, hier mit uns immer zu tun gehabt haben. Ich möchte nicht jeden einzelnen Namen nennen, die waren alle gleich. Die Stadt, ich habe schon verdammt schlimmere Objekte gehabt. Das kann man sagen. Also, die haben mitgearbeitet. Und zwar alle, ich möchte Reinhard mit ihrer Mannschaft auch Dankeschön sagen. Prüfingenieur und Lichtgutachter. Ich bin zufrieden, es hat geklappt und auf dem Punkt haben wir die Genehmigung, glaube ich. Ist da, er liegt mit dem Kopf da. Heißt, es ist bezugsfertig. Herr Weber, kommen wir zum Namensgeber. Die Sparta Bank Hessen, das Sparta Bank Hessen Stadion. Sie sind Namensgeber, Sie haben sich 2011 schon bereit erklärt, das zu übernehmen. Mit einer Besonderheit. Üblich sind bei Stadien, Sponsoren, nenne ich es mal, 5 Jahre Laufzeit. Sie haben mit dem Oberbürgermeister 10 Jahre Laufzeit vereinbart. Was waren da Ihre Beweggründe? Naja, ich muss ein klein bisschen ausholen, nämlich nach diesen 5 Jahren, die vorher der Oberbürgermeister angesprochen hat, hat er mich kennengelernt bei einer Spendenübergabe in Offenbach. Und wir haben im Vorstand sowieso schon überlegt, was tun wir im Sportsponsoring. Wir wollten da einen größeren Partner haben, der aber auch exakt zu uns passt, was nicht sehr leicht ist. Und da kam sein Anruf, ob wir uns das vorstellen konnten. Da sagte ich, ja, lassen Sie mir mal 3 Minuten drüber nachdenken. Ich rufe dann zurück, habe ich auch ein paar Tage später gleich gemacht. Und wir hatten auch in den Gremien keine große Diskussion. Denn wir haben festgestellt, Offenbach passt zu uns. Offenbach, auch die Kickers, die ja das Leben in diesem Stadion hineinbringen, das müsste zu uns passen. Ein Traditionsverein, 1901 gegründet, wir 1903 gegründet. Sehr treue Mitglieder. Wir haben auch sehr treue Mitglieder. Und somit ist das etwas, was zusammenpasst. Und somit haben wir gesagt, das ist das Investment, das können wir tun. Und deswegen sind wir auch wieder seit langem hergekommen und wir haben es bis heute nicht bereut. Ich bin vollauf begeistert von dem, was hier die Bremer AG geschaffen hat. Und dann gleich langfristig gebunden. Noch die 10 Jahre. Ja, wir sind 10 Jahre gebunden. Ja, wir sind ja hoch. Mit 5 Jahren, das weiß man aus der Marketinggeschichte heraus. Der Berg hat einen Namen. Und dieser Name, der ist tief eingebrannt in die Seele der Offenbacher und der Kickers-Fans. Und wenn wir als Sparta Bank Hessen Stadion eine kleine Chance haben wollen, dann müssen wir einen längeren Zeitraum haben, damit auch etwas Sparta Bank Hessen Stadion mit eingetragen. Und ich hoffe, die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, sind sehr, sehr positiv. Und ich glaube, wir haben hier wirklich etwas Gutes gemacht und sind auf dem guten Weg. Herr Weber, viele Deutsche hätten gestern Abend gerne dieses berühmte Finale gesungen. Hat leider nicht geklappt bei der EM. Ja. Die Sparta Bank geht hier einen neuen Weg im Stadion. Hier wird ein Spot immer eingeblendet, da heißt es dann Filiale. Ja. Sie sind wahrscheinlich die einzige Bank in Deutschland, die in einem Fußballstadion eine Filiale hat. Wie kam es dazu? Was sind die Beweggründe und ja, was erwarten Sie sich davon? Ja, die Beweggründe, das Stadion liegt ja ideal. Wir haben Biber, wir haben die Offenbachstadt, wir haben das ganze Hinterland. Das sind ja eine Menge Menschen, die hier wohnen, die hier täglich an der Straße, am Waldemar Kleinplatz, wie es hier jetzt rechtlicherweise heißt, vorbeikommen müssen. Wir haben gesagt, Sparta Bank Hessen Stadion auf dem Biberer Berg am Waldemar Kleinplatz. Also da ist doch alles drin. Das ist doch ideal. Hier könnten wir eine Filiale hinbauen, die passt ja schon in dieses Stadion hinein. Die hat eine ideale Verkehrsanbindung, wir haben ideale Parkmöglichkeiten. Also, wenn es hier nicht klappt, wo dann? Die Sparta Bank hat sich auf 10 Jahre gebunden. Kickers Offenbach dürfte ein noch längerer Mieter sein, Thomas Kalt. Als Kickers Offenbach wahrscheinlich der Hauptmieter. Wie waren denn die Überlegungen des Vereins, dass es jetzt endlich geklappt hat? Was war alles an Zitter, Monaten, Tagen zu überstehen? Und wie groß ist die Erleichterung, dass jetzt ja, das neue Wohnzimmer der Kickers fertig ist?
Ja, ich glaube, dass wir ja insgesamt einen Weg gegangen sind, der über 8 Jahre gedauert hat, als wir mal angefangen haben mit einem Hotelprojekt, das wir im Stadion integrieren wollten. Wir wollten eigentlich nur eine Tribüne, der zweite Tribüne umbauen. Das ist damals, man muss heute sagen, zum Glück gescheitert. Dann gab es ja verschiedene Überlegungen, wie du vorhin schon gesagt hast, gab es ja ein Stadionprojekt, das mal gescheitert war. Das dachte man, man kriegt es nicht mehr hin. Dann waren wir schon fast auf dem Weg, dass wir uns statt auf den Umbau einigen mussten. Und dann kam es zu der glücklichen Fügung, dass wir in Kontakt treten konnten mit der Bremer AG, die in der Tat in Paderborn gezeigt hatte, dass man mit sehr wenig Budget im Verhältnis zu dem, was man bisher kannte, Stadien bauen kann. Und ich sehe hier oben den Herrn Ellebracht, den muss ich immer wieder erwähnen, wenn ich ihn hier oben sehe, der zweite Vorsitzende in Paderborn ist, beim SC Paderborn, der damals mit mir eine Stadionführung gemacht hat und hat zu mir gesagt, mit der Zusammen, hört auf mit dem Scheiß, ein Stadion umzubauen, wir können das für weniger Geld neu machen. Und wenn man heute wirklich sieht, was heute hier steht, und wenn man sieht, wie lange der Weg war, und wenn man sieht, wie man im Alltag immer wieder mit all den Dingen belastet ist, die natürlich auch die Baustelle mit uns gebracht haben, dann erlebe auch ich jetzt in diesen Minuten mal zum ersten Mal so einen kleinen Genussmoment, weil es wirklich so ist, dass hier aus meiner Sicht was Großes entstanden ist. Ich sage immer ein starkes Stück Offenbach, weil in der Gemeinsamkeit, wie wir das hier alle gemeinsam gemacht haben, Stadt, Verein, Land Hessen muss man natürlich auch erwähnen, dann natürlich die glückliche Fügung mit der Sparda-Bank, auch mit Krämer, dann so genau im Zeitplan und soweit ich es weiß, weil das ein Spieltext, glaube ich, auch im Finanzplan, was die Baukosten angeht, ja, so dass wir hier, glaube ich, wirklich ein ganz starkes Projekt gemeinsam bestimmt haben. Nach all den Phasen des Zweifelns wurde auch immer wieder der Satz genannt oder geäußert, Kickers Offenbach braucht das neue Stadion. Dieses Stadion ist lebensnotwendig für den Verein. Wie lange hätte denn der OFC im alten Stadion noch überlebt? Ja, dieses Überleben im alten Stadion wurde ja vom Deutschen Fußballbund ein natürliches Ende gesetzt, weil wir hatten ganz klar die Auflage, spätestens bei einer Rückkehr in der zweiten Liga ein Ausweichstadion zu benennen. Das heißt, viele Spiele hätten hier gar nicht mehr aus Sicherheitsgründen stattfinden dürfen. Und der Oberbürgermeister scherzt immer, wenn er sagt, als ich vor 5 Jahren gesagt habe, was, 5 Jahre, das geht nicht. Und ich muss sagen, Herr Oberbürgermeister, das ging ja eigentlich auch fast nicht. Ja? Und verrückt ist, dass wir jetzt alle hier stehen. Aber der alte Biebraberg, so traditionsbehaftet er war, so viele Emotionen darin gehangen haben, auch für mich persönlich, gehe auch seit meinem 6. Lebensjahr hierher, war leider nicht mehr in der Lage, die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, um Kickers Offenbach dauerhaft im Profifußball, dazu gehört übrigens auch die dritte Liga, zu etablieren. Und von daher war das dringend, dringend notwendig. Und ich glaube, wenn es uns gelingen wird, über kurz oder lang, alle wollen lieber kurz, in die zweite Liga zurückzukehren, dann haben wir einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil dank dieses Projektes hier, weil dann wird kein Verein Status quo heute mit so einem Stadion in so einem günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis in der zweiten Liga gehen. Also spätestens ab der zweiten Liga haben wir einen großen Wettbewerbsvorteil, den wir im alten Stadion hatten, wir immer den großen Wettbewerbsnachteil. Eine Herausforderung für Ari van Lent, den ich auch begrüßen darf, der oben sitzt und die Mannschaft ist auch da. Herzlich willkommen auch hier in eurem Wohnzimmer. Thomas Kalt, in welchem Faktor kann man das beziffern? Haben sich denn jetzt die Bedingungen für Kickers Offenbach in diesem neuen Stadion verbessert? Ja, da eindeutig. Erstmal können wir jetzt einen Komfort bieten. Ich sag mal, früher hatten wir ja im alten Stadion nur Zuschauer, die Tradition geliebt haben. Jetzt dürfen auch die Leute kommen, die aufs Moderne stehen. Also wir haben jetzt hier natürlich eine ganz andere, komfortable Situation. Sicherheitstechnisch sowieso, da waren viele Dinge gar nicht mehr tragbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher sind wir jetzt einfach in einer ganz anderen Situation. Ich glaube auch, wenn die Offenbacher, und das werden die Offenbacher, dieses Stadion annehmen. Wir werden jetzt am 18. Juli das Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen haben. Wir haben das jetzt so gemacht, dass das live im deutschen Fernsehen ist, also nicht auf dem Regionalsender, sondern bei Sport 1. Ganz Fußball Deutschland wird sehen, was hier entstanden ist. Und ich glaube auch, dass dann die Besucherzahlen wachsen und damit wachsen dann auch die Einnahmen. Und von daher glaube ich schon, dass heute oder für mich am 18. Juli mit der Eröffnung, aber mir ist heute mit der Fertigstellung eine neue Geschichte offenbar richtig mitgebracht. Wenn du dich hier anschaust, zum einen im Stadion, zum anderen Trainerteam, Mannschaft,
Wie groß ist denn da die Vorfreude auf die neue Saison? Und was können wir erwarten? Also vielleicht auch zur Mannschaft. Wir haben jetzt 3 neue Spieler verpflichtet. Und ich glaube, es hilft uns auch, wenn ich mal in die Richtung gucke, wenn wir den Spielern dann zeigen kann, wo sie in Zukunft zu Hause sind. Das hat alle, die hier waren, beeindruckt. Wir haben diese Saison einen Weg eingeschlagen, der mich besonders sehr freut, unter der sportlichen Leitung von Ramon Berntrott und Ari van Lent, dass man gesagt hat, nicht wie an allen anderen Orten und auch nicht wie hier in der Vergangenheit jetzt ein großer Austausch, schickt 10 Spieler weg, holt 10 Spieler neu dazu, sondern wir setzen komplett auf Kontinuität, weil wir glauben, dass wir nächste Saison in der stärksten dritten Liga aller Zeiten spielen. Ich möchte es kurz erwähnen. Nur Heidenheim und Babelsberg 03, das sind 2 von 20 Mannschaften, die noch nie oberhalb der dritten Liga Fußball gespielt haben. Ansonsten tummeln wir uns mit 11 Erstligisten und mit Mannschaften, die alle schon mindestens in der zweiten Liga waren. Und alle gehen in diese neue Liga rein mit hohen Erwartungen. Es gibt viele, die aufsteigen wollen, leider mehr, als es uns recht ist. Und wir glauben, dass wir mit der Kontinuität und vielleicht auch als Gründungsmitglied, ungewolltes Gründungsmitglied durch den Abstieg mit der längsten Erfahrung, mit der Kontinuität, die wir einsetzen, vielleicht den entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben, um in diesem Stadion viele Siege feiern zu können. Herr Reber, wir haben es gerade gehört, der Herr Kalt ist als Kind schon auf die Kickers gegangen, sage ich mal, Herr Walder als Offenbacher, der Herr Schneider auch. Sie wahrscheinlich nicht, aber als Sponsor, Namensgeber, wie hat sich denn Ihre Beziehung zu Kickers Offenbach entwickelt? Oh, ganz klasse. Also meine Frau und mein Sohn, die sind ja schon seit x Jahren Fans von verschiedenen Mannschaften. Mein Sohn Bayern München, was vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist. Aber seit wir mit Kickers im Arrangement sind, haben wir, glaube ich, noch kein Heimspiel versäumt hier. Wir sind infiziert, wir leiden mit, wenn es mal nicht so läuft. Wir freuen uns, wenn es klappt. Und Auswärtsspiele verfolgen wir über eine App, wie die Tore fallen. Und jedes Mal, wenn es wieder tudelt auf dem iPhone, sagt man, Frau, geht's? Und ich dann sage, dann ist die Welt unter. Nee, also wir sagen, wir sind infiziert vom Berg, wir sind infiziert von der Leidenschaft der Kickers. Das fällt uns, auch die Fans, wenn sie hier drüben ihre Fansgesänge machen. Ich habe auch schon einen runtergeladen, ich kann aber nicht vorsingen. Aber als Klingelton wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, vielleicht können wir nachher da was. Da können wir drüber reden. Und von daher, also die Welt hat sich geändert und ich freue mich, wenn es dann die Saison wieder beginnt, dass wir wieder am Samstag ein Termin haben, wo wir gerne hingehen. Sehr emotionale Worte, Herr Reber. Herr Schneider. Spiegelt das neue Sparda-Bank Hessen-Stadion das Herz Offenbachs ein bisschen wieder? Ja, Herz. Also das Herz von Offenbach ist der Wilhelmsplatz. Der ist in der Mitte, aber mittenrum braucht man auch Identifikationspunkte. Und das ist natürlich der Biberer Berg, nicht nur in der Region, nicht nur in Deutschland, auch in der Welt. Und ich freue mich auch außerordentlich, dass Kollege Landrat Quilling heute da ist. Weil wir reden immer von den Offenbachern, die dieses Stadion mögen, herkommen, mit der Kickers fiebern. Wir wissen aber, dass ein Großteil der Fans eben gar keine Offenbacher sind, keine Wohn-Offenbacher, sondern unter der Obhut des Kollegen Landrat von Dietzenbach bis Seligenstadt, Dreieich wird es ein bisschen adlerlastiger. Aber vor allen Dingen auch das Kinzigtal hoch, den Vogelsberg. Ja, ich habe auch sehr Wert darauf gelegt, dass zum Eröffnungsspiel nicht nur der unmittelbare Nachbar Quilling da ist, sondern auch der Landrat vom Main-Kinzig-Kreis, der Kollege Pipa, der Kollege Arnold aus der Wetterau. Und derjenige aus dem Vogelsberg, ne? Weil das muss natürlich auch funktionieren. Ne? Bei aller Begeisterung für Nostalgie müssen wir ja schon erleben, dass nach diesem unseligen Abstieg in Osnabrück das ein bisschen geschrumpft ist, unsere Fanszene. Ja? Und Identifikation mit dem Stadion und sportlicher Leistung wieder anzufeuern, muss jetzt in der Zukunft unsere gemeinsame Aufgabe sein. Herr Walder, an Sie vielleicht noch die Frage. Das Stadion ist fertig, es wird übergeben. Kann man schon sagen, was man hätte besser machen können? Hätte man etwas besser machen können? Also spontan fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Bin ich auch ganz selbstbewusst. Was noch fehlt,
das ist vielleicht der Punkt. Was uns fehlt, ist noch ein bisschen Patina. Gebrauchsspuren, die gehören ja einfach rein. Und ich denke, was uns alle glücklich machen würde, das wären noch ein paar sportliche Erfolge, die wir mit dem Stadion verbinden. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist eine Aufgabe. Sie haben gerade von Emotionen auch gesprochen, oder auch Herr Hölscher. Wie haben Sie den Bezug der Offenbacher zu diesem Stadion, zu diesem Stadionneubau registriert? War da viel Interesse da, großes Interesse, kein Interesse? Das fing vom ersten Augenblick an. Beim ersten Augenblick, es wurde gerade bekannt, dass wir den Auftrag haben, kam schon die ersten E-Mails zu uns rüber. Und zwar in Hessisch, ich habe es nicht lesen können. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Weil ich bin Fußballfanatiker. Leider bin ich nicht hier aufgewachsen, sondern in Dortmund. Ja, logisch. Aber ich bin, seit meiner Kindheit bin ich Fußballfan und ich kenne mich ein bisschen mit Traditionsmannschaften aus. Ich zähle Kickers offenbar mit ihren Fans nicht zu, ich möchte jetzt einzelne Namen nicht nennen, aber zähle ich in der einzelnen Reihe von 60 München, von Borussia Dortmund, von Schalke 04, leider. Als Dortmunder darf man das sagen. Ich hab nichts anderes erwartet. Und es hat mich wirklich hier überrascht, wie das Interesse der Fans. So ganz banales Beispiel. Ich war im Auto und musste zur Inspektion der Seelenstadt. Und dann hat er das Paderborner Kennzeichen gesehen und seitdem hatte ich Vorteil immer. Bin ich immer bevorzugt verhandelt worden. Während der Umbaumaßnahme waren immer mindestens, wenn gutes Wetter war, waren auch 100 Leute da. Es ist wirklich immer begleitet worden. Wenn man hier mal rumfuhr, wenn man nach Hause müde ins Hotel fuhr, dann waren immer Leute da, die mal durch den Zaun guckten und versuchten auf das Grundstück zu kommen. Also die Akzeptanz bzw. das Engagement bzw. das Interesse der Offenbacher Fans, die anders sind Offenbacher Fans gewesen, war ich auch. Herr Walter, vielleicht noch an Sie die Frage. Das Stadion ist fertig übergeben, aber es gibt trotzdem noch Erweiterungsmöglichkeiten. Es gibt noch Möglichkeiten, Räume zu beziehen. Was können Sie uns dazu noch sagen? Die Zuschauersituation ist so, dass wir noch einige tausend Plätze erweitern können auf der Gegentribüne. Ich hoffe, dass wir in die Not kommen, dass wir die mal brauchen. Und für den Verein selbst hatten wir gesagt, wir haben hier eine komplette Etage, um weitere Logen einzubauen. Und auch da hoffe ich, dass die nächste Saison stark nachgefragt werden. Das wäre für uns der Grund, hier nochmal eine Baustelle aufzumachen. Baustelle im Stadion. Thomas Kalt, vielleicht zum Abschluss die Frage, gibt es eine sportliche Baustelle oder ist der Verein optimistisch, dass es ähnlich schnell vorangeht wie beim Stadionbau mit dem Sprung nach oben? Ja, sag mal, der Unterschied zum Bau ist halt, die Bauarbeiter haben so einen Punkt leicht, dass ihnen keiner den Stein wegnehmen. Das ist im Fußball etwas anders. Wir haben halt leider mehr mit Gegnern zu tun, die uns das Spielgerät abnehmen wollen. Aber ich glaube, dass ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt zwei Verletzungen im Kader, das sind wir darauf vorbereitet und eingestellt. Ansonsten, soweit ich weiß, ich gerade zum Trainer, kommen im Moment alle verletzungsfrei durch die Vorbereitungsphase. Ich kann vielleicht mal die Worte vom Trainer weitergeben, der mir bestätigt, auf Rückfragen, dass die Mannschaft jetzt in der Vorbereitung einen wesentlichen Schritt weiter ist als heute vor einem Jahr. Und das lässt uns hoffen, wie vorhin schon erwähnt, wir werden ja nicht mehr. Ja, meine Herren, ich denke, wir haben sehr viel Interessantes, Bekanntes, aber auch sehr viel Neues erfahren. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken für Ihr Mitwirken, für Ihre Auskunft. Was wäre ein Stadion ohne die entsprechende Stimmung, ohne diese kribbelnde Atmosphäre? Beteiligten vorhin haben es mehrfach angesprochen. Gerade Offenbach hat da einen ja schon legendären Ruf. Hermann Gerland, Trainer der U23 von Bayern München, der hat mir einmal gesagt, Offenbach ist für unsere kommenden Bundesligaspieler die beste Schule. Hier kriegen sie mit, was sie später in der Bundesliga erwartet, wenn sie drüben vor dem Fanblock niedergebrüllt werden, wenn dann mal die Grätsche ausgepackt wird. Das geht schon beim Einlaufen los, hat er gesagt. Wenn sie dieses Lied da immer spielen in Offenbach. Ja. Dieses Lied ist die Vereinshymne. Forever OFC. 1997 hat es mein lieber und geschätzter Kollege Andreas Andi Mengler komponiert, getextet. Herzlich willkommen, Andi Mengler, der das Lied nachher mit der Band Black Cat Music Salon vortragen wird. Dazu möchte ich Sie noch auf eine besondere Überraschung aufmerksam machen.
hören Sie die Band und schauen Sie vielleicht auf den Rasen. Herzlich willkommen an die Mängler und Black Cat Music Salon. Seid ihr gut drauf? Machen wir uns mal ein bisschen locker. Ja, 11 Jahre lang ist schon her, dass wir das Lied geschrieben haben und jetzt singen wir es mal. Ich hoffe, beim Refrain sind alle mit. Ich denke, der Text ist bekannt. Offiziell heute beendet. Ich bedanke mich bei allen,
die im Vorfeld, im Prozess der Planung, der Vergabe und dann der Umsetzung an diesem Projekt mitgearbeitet haben und geholfen haben, dass hier das Stadion entstanden ist, das Sparda-Bank-Hessen-Stadion am Biberer Berg, am Waldemar-Kleinplatz. Und ich wünsche diesem Stadion allseits gute, sportlich faire, friedliche, erfolgreiche Fußballwettkämpfe und viele wirtschaftlich interessante Veranstaltungen nebenbei. Vielen herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn Sie oft wiederkommen. Vielen Dank, meine Herren, liebe Gäste. Mir bleibt nur noch einige Einladungen auszusprechen. Zum einen für die Vertreter der Medien, die jetzt gleich in der Loge der SOH in einem Pressegespräch weitere Informationen bekommen und auch ihre Fragen stellen können. Für die Mannschaft, die, glaube ich, zum Training muss dann. Muss auch sein bei dem Wetter. Und Sie, liebe Gäste, darf ich im Namen der SOH zu einer Führung durch die Räume des neuen Stadions einladen. Der Start ist etwa gegen 14.30 Uhr. Und weil man sich vor einem Spaziergang ja bekanntlich etwas stärken soll, steht für Sie alle im Businessbereich ein Buffet bereit, das hiermit auch eröffnet ist. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen und viel Vergnügen noch mit McCann Music Salon. Dankeschön. Ausgleichsstock nach Offenbach überwiesen mit der Maßgabe, davon dürfen wir etwas
für den alten Lieberer Berg verwenden. Und das werde ich nie vergessen. Das war so ein Highlight, wenn man irgendwann zurückblickt, als ich bei Minister Folie Bouffier war. Er ist ja für die Kommunalaufsicht zuständig. Wie gesagt, das passt doch nicht zusammen. Wir sollen Rücklagen ausschütten, wo wir Steuern zahlen müssen, und gleichzeitig 25 Millionen überweisen, um das für ein Stadion auszugeben. Können wir nicht das andersrum machen? Wir lassen die 30 Millionen in der SOH. Wir verwenden die 20 Millionen Landesausgleichsstock, 10 Millionen für die Schulbausanierung, 10 Millionen für die Altschuldentilgung. Die SOH bildet von den 30 Millionen 10 Millionen ab, 5 Millionen für den Wiener Ring. Ja, das gehört ja zum Gesamtprojekt, nämlich das alte Tamburbad zu einem Fußballleistungszentrum, Jugendförderung umzubauen. Und 5 Millionen nehmen wir sozusagen als Ansparrate für das Stadion. Und dann ging die Geschichte richtig los. Wir haben Machbarkeitsstudien gemacht, die Bremer Planungen. Und da hat Volker Bouffier gesagt, wenn die Offenbacher Politik sich einig ist, was sie wirklich will, was es kosten soll, mache ich nochmal was. Dann haben wir diese Planung gemacht und es kam nochmal 20 Millionen. Davon haben wir 12 genommen fürs Stadion. Und dann nochmal 5 Millionen von Sparerbank. Und deshalb kann ich ohne irgendwas zu flunkern die Geschichte bis in die Details erzählen, dass am Ende diese Ausgabe stimmt. Das Stadion ist ohne einen Euro genuin Offenbacher Geld. Hier ist jetzt aufgeschlüsselt 10 Millionen Euro Land Hessen, 5 Millionen Stadt, 5 Millionen Stadt, zusammen 20 Millionen. Das ist, wie es dann in der Projektvorlage sind viele Vermittlungsschritte dazwischen. Wir hätten aber ohne 40 Millionen von Land Hessen, ja, oder da bin ich richtig traurig, dass der Ministerpräsident am 18. nicht kommen kann. Ich habe ihm einen persönlichen Brief geschrieben, eingeladen, dass er kommt, ist leider in Urlaub, und auch wieder angekündigt, dass ich ihn öffentlich dafür auch nochmal loben werde, für diese Verlässlichkeit, die wir gemeinsam mit Waldemar Stein, Thomas Kalt im Hintergrund und mir hingekriegt haben, weil er gesagt hat, Frankfurt hat zweimal ein WM-Stadion aus öffentlichen Mitteln hingestellt bekommen, jetzt ist mal Offenbach dran. Und so ist dieses Projekt entstanden, und was Sie halt am Ende in der Finanzierungsvorlage sehen, 3 Jahre später, ist dann ungetopftes Geld. Das heißt, dass diese 20 Millionen, von denen 10 Millionen ist, hier auf Offenbach und Stadtwerk entfallen sind, auch Landesmittel. Damals verzichtet wurde, dass die 30 Millionen aus den Stadtwerken rausgenommen wurden, abzüglich Steuern, sondern drin gelassen wurden. Ja, insofern kann man über diese Umwegfinanzierung, dass 40 Millionen in unsere Stadtkasse angekommen sind, innerhalb von 2 Jahren, sagen, dass es eigentlich Landesgeld ist. Deshalb habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich habe den Sportempfang 2009 erinnert im Kapitol, als sozusagen aus der Sportszene Kritik kam, da waren die ersten 20 Millionen da. Ja, das ist nur für den Profifußball, die steigen doch nie mehr auf und ihr Geld rausschmeißen. Ich sage, macht mal ganz langsam. Das Erste, was wir machen, ist das Sportzentrum für den Nachwuchs. Die 5 Millionen haben wir zuerst erbaut. Die kamen aus dem Landesausgleichsstock, der eigentlich für den Stadion war. Also das ist eine ganz saubere Geschichte, und das erkläre ich auch gerne immer wieder, weil es wird natürlich auf dieser Ebene, wie mal ein Projekt finanziert wird, nicht deutlich. Und man hat tatsächlich das Gefühl, Offenbach hätte in seiner finanzprekären Situation für Profifußball so viel Geld ausgegeben. Kleinigkeiten zu machen, müssen wir auch sehen, was Kleinigkeiten, wenige,
müssen noch ein bisschen was an der Wegeführung im Stadion machen, im Wesentlichen an der Wegeführung für die Gäste außerhalb des Stadions, sprich in dem Leisterpark. Das wird jetzt die nächsten Tage laufen und selbst im Stadion wird noch das eine oder andere Neuerchen verrückt. Und noch im VIP-Bereich, die Seite sieht heute voraus, auf der anderen Seite wird gerade Leuchte mal angeschraubt. So, das muss alles fertig sein, wenn die Saison beginnt. Weil nur jetzt können wir im Stadion so richtig mit dem UFC zu spielen und abholen, was machen. Ich nehme nur so die zweiten und Herrn Schwarz, nochmal ganz wichtig, Herr Schwarz. Das ist so ähnlich, aktuell hat es zwar keine Leitung gekriegt. Offenbach muss aus wenig und macht man aus nichts was machen. Ja, da bin ich auch richtig stolz drauf. Ja, was wir im Westen jetzt schaffen, ein 26 Millionen Straßeninfrastrukturprojekt umzusetzen. Auch ohne 1 Euro offenbar ein Geld. Das ist einfach für die Infrastruktur, für Gewerbe dort unglaublich wichtig. Das ist im Osten hier mit diesem Stadion mit. Sonst wäre es nicht gegangen. Ich war nicht beim ersten Ministerpräsidenten auch. Ja, außer war ich dankbar, weil das hätte nicht jeder gemacht. Und die letzte Lücke, man hat ja dann immer die Kritiker, die sagen, ja, mit dem Namenspatronage, das kriegst du drüben nicht hin, es fehlt ja immer noch 5. Ja. Dann kam er. Dann kommt er und dann kam ich. Noch eine Frage an den Herrn Kalt. Das heißt ja immer, die dritte Liga ist die zweite Liga und so weiter. Das ist schwierig dafür Vereine. Können Sie das ein bisschen erläutern? Also wie wichtig ist es für den OFC, dass man in den nächsten Jahren aufsteigt? Oder kann man sich jetzt mit den neuen Voraussetzungen auch in der dritten Liga nachhaltig positionieren? Die Frage ist ja zweiteilig. Man muss sagen, also wir sind bereit, wie ihr sagt, die dritte Liga ist sehr, sehr schwierig. Wir haben die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie die zweite Liga. Wir spielen bundesweit, es ist eine Bundesliga. Wir haben komplett Vollprofi-Fußball hier. Wir erleben jetzt, dass im neuen Jahr die Fernseheinnahmen in der DFL enorm wieder steigen, in der dritten Liga nicht, da sind sie stark. Wir haben also nächste Saison Fernseheinnahmen von 7,7 Millionen, wenn sie im zweiten Jahr von 707.000 Euro, wenn sie im zweiten Liga nächstes Jahr aufhören, haben sie ungefähr 4,5 Millionen als Grundsumme, das ist die große Diskrepanz. Von daher ist es sehr, sehr schwer, in der dritten Liga wirtschaftlich zu überleben. Deswegen habe ich vorhin auch unten gesagt, dass dieses Stadion uns einen Wettbewerbsvorteil kriegen wird, aber erst in der zweiten Liga, weil natürlich hat dieses Stadion auch ein paar Kosten. Im Verbund mit den Mehreinnahmen wird uns das in die gleiche Situation versetzen wie unsere Wettbewerber. Aber in der zweiten Liga wird der Wettbewerbsvorsprung dann enorm groß, weil dann ist das Stadion kostenlos zu werden, in der Tat ungleich günstiger als an anderen Standorten. Daran anknüpfen kann man das zu den Mehreinnahmen sagen. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel zum Beispiel nennen, es wurde relativ mehr leicht zu sagen. Wir haben 10 Logen im Stadion, davon haben wir 10 Logen vermietet. Das ist eine Einnahme von ungefähr 430.000 Euro. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Stadionmiete bei rund, ich nenne jetzt mal ungezahlt 500.000 Euro liegt, dann ist es da schon klar aufgedeckt, wie eng das beieinander ist. Der Altbieber Berg hat uns im Jahr nach 300.000 Euro gekostet, allein an Wasser, was hier versickert ist. An, ja, wirklich an undichten Leitungen, Sie können es wahrscheinlich nachvollziehen. Also das war in der, im wahrsten des Wortes, war ein Leck, das Stadion. Von daher ist das schon alles fantastisch. Der große Zug, wie ich schon gesagt habe, der große Zug, der auch mit dritten Liga möglich wäre, ist der, wir hatten im alten Stadion ungefähr 350 sogenannte Businessplätze. Jetzt haben wir, wenn Sie die Logen mitzählen, dafür 920. Und wenn Sie einen Businessplatz ansetzen mit circa im Schnitt 2.000 Euro, 2.500 fast, und Sie verkaufen mal 300, 400 Plätze mehr, dann haben Sie eine Million mehr. Also in der Tat brauchen wir jetzt hier mal ein Stück sportlichen Erfolg, ein Stück Begeisterung, ein Stück Euphorie, und dann wird das Thema auch die Wirtschaft. Gegentribüne bietet ja noch Potenzial, die Kapazität noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Dadurch entsteht aber ja zwischen Ende der Tribüne und Beginn des Dachs noch so eine freie Fläche. Inwiefern gibt es eine Befürchtung, dass darunter die Atmosphäre jetzt vielleicht leidet? Also die Sprechchöre der Fans etc.
Ja, im Moment haben wir von den Fans noch keine Rückmeldung, dass die Atmosphäre leidet durch das, was jetzt ist. So, wir haben zwei Ausbaumöglichkeiten für die Zukunft. Je nachdem, wir könnten sogar Sitzplätze gemacht werden, wenn der DFB das fordert. Also, was ganz gut ankommt, ist, dass wir auf der Fläche, wir haben oben eine schöne Plattform, da haben wir das erste Mal die Möglichkeit während des Spiels Getränke auszuschenken. Was wurde gemacht, aber ganz praktisch, ganz immer unangenehm war, wir die großen Mobil für die Mannschaft. Das wird jetzt während des Spiels erledigt. Das ist stimmungsmäßig etwas besser, man findet aber nicht den Kollegen, der man hier kommt. Aber wer jetzt hier gegen Darmstadt 98 zum Beispiel war, der hat gemerkt, dass die Stadt nicht an Atmosphäre verloren hat. Ja, im Gegenteil, man muss doch wissen, früher waren die Seiten offen, ja? Jetzt haben wir vier geschlossene Tribünen, also da keine Legendenstrecke. Und das hängt an der Zahl der Leute da, sich und an der Qualität des Spiels. Ja? Dann geht aber hier die Post zusammen. Was? An der Qualität des die Fans mit dem Spiel beschäftigen, nicht mit den Fans der anderen Mannschaft. War mit dem Catering, wird das noch aufgerüstet jetzt in der neuen Saison? Da gab es ja in der letzten noch ein bisschen Kritik von den Fans. Ist das noch nicht so stimmig sein? Ja, Umlauf-Catering machen sie jetzt. Ja, muss man fairerweise sagen, dass dem Caterer auch in der Umlaufphase die Kühlkioske nicht vollständig zur Verfügung standen. Also zum Beispiel die Frage, warum gab es keine Pommes? Ja, das hat was mit der Feuerwehr zu tun und da müssen auch spezielle Feuerlöscher installiert werden. Aber wir wollen das in diesem Stadion, das haben auch vertraglich in der Brust, auch Minimum nach oben zu kriegen sind. Und ja, schlimm. Die Beschwerden über uns waren, dass die Brust zu klein ist, darauf werden wir ein. Zu klein, nicht wahr? Aber muss man sagen, das war auch mitten in der Umbauphase noch. Da hat der Keterer selbst gekämpft. Der will ja den Umsatz machen. Der hat durchaus Interesse, dass es besser wird. Die Senfkurve muss ja irgendwie etabliert werden. Ja, das Senfblock. Da gibt es dann keinen Schaschlik, sondern immer nur Bratwurst. Herr Kall, können Sie noch etwas zur Perspektive der Preisgestaltung sagen? Vielleicht, es gibt ja, wenn etwas neu gemacht wird, auch Leute, die sich sorgen, dass sie dann in den nächsten Jahren auf einmal sehr viel mehr bezahlen müssen für das, was sie kriegen. Na, wir haben ja die Preise schon in der Bauphase angehoben, muss man fairerweise sagen, aber im Moment gibt es die Preise, so wie sie in der letzten Saison waren, und die werden also nicht erhöht. Ein Gang kann jedes Mal später in eine zweite Liga, also die Preise jetzt nicht, aber im Moment ist es mein Thema. Ein großes Wort gelassen auszusprechen, was tut sich denn in Sachen Fluglichtmasten? Soll ich was sagen? Herr Walter? Also, ehrlich gesagt, wir haben einen Platz vorgesehen, wo man problemlos einen Fluglichtmast an der richtigen Stelle hinstellen könnte, ohne dass er gerade eine neu verlegte Leitung behindert. Und es gibt die IDS, die sich groß Mühe gibt, weitere Fans zu überzeugen, dafür zu sperren. Und neben den Fans hat es auch schon ein paar Unternehmen gefunden, die als Partner bereitstehen. Ob die Sache rund wird, also wir haben alle die Meinung, alle die am Tisch sitzen, man kann jetzt nicht zwei Jahre warten, bis so ein Projekt realisiert wird. Ob die Sache rund wird, das ist letztlich eine Frage des Spitzenbleistifts. Der Wille ist da. Und es gibt eine klare Zusage, da kann der Herr Müller was zu sagen. Und letztlich war es ja die Idee seines Hauses, sich hier zu engagieren. Ja, ich hier. Ja. Also die Idee war ja für den Fans, diese Masten da zu erstellen. Kosten, kann der Waller dazu sagen, also meine letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sind ja 130.000 plus mit den Masken. Die Fans haben schön gespendet, aber die Summe reicht bei weitem nicht aus, diese Masken zu bezahlen. Also bei 25.000 im Moment das, was die Fans gespendet haben. Ich habe mich auch geäußert, dass wir auch eine größere Summe dazu beitragen, kann sie auch sagen, die würden auf 50.000 Euro drauflegen. Aber wie war das noch? Auf die 20, ja. Achso. Das ist nicht das Problem, aber dann fehlt ja immer noch eine Lüge da und die muss abgeschlossen werden. Wie hoch wären die Kosten für die Installation eines Mastes? Nee, ich sage ja, die Zahl, die ich im Kopf habe, sind 130. Minimum, ja. Dann höher. Minimum für einen Mast. So, dass er auch in zwei Jahren nicht verrostet ist. Das ist das Problem der alten Masten. Also geht es darum, noch jemanden zu finden, der die Lücke schließt. Ne?
will die Frage trotzdem nutzen, auch mal auf eine Kleinigkeit hinzuweisen. Sie haben es alle gesehen, als Sie im Haupttreppenhaus reingekommen sind, diese Beleuchtung. Wenn nicht beim Rausgehen nochmal nach oben gucken, sind die Originallampen von den alten Lichtmasten. So, weil uns war es ganz wichtig, eine Brücke zu finden zwischen modernem Stadion und der Tradition. Und unser Projektleiter, der Herr Lobi, hat sich da einen Kopf gemacht, hat eine Firma gefunden, die hat die alten Lampen ertüchtigt mit LEDs. Und ich finde, das kann man jetzt nicht so gut sagen, insbesondere abends, wenn man hier in das zentrale Treppenhaus geht, das ist eine ganz besondere, eine tolle Atmosphäre. Werfen Sie nochmal einen Blick drauf, wenn Sie rausgehen. Oder kommt es einfach abends wieder zu spielen? Also der Theorem ist bei jedem Spiel da. Und der will, wie ich auch, dass ein Mast steht. Deshalb will ich auch noch was dazu sagen. Also die beiden Herren wissen das. Ich habe mich auch im Gespräch mit der Initiative verpflichtet, nachher zu gehen. Weil so schön die Reminiszenz mit den Lampen hier im Treppenhaus sind. Wir sind nicht die einfachen Fans. Ja. Und das ist, finde ich, ich bin keiner, der traditionsbesoffen ist. Ja, mit Nostalgie gewinnt man keine Spiele, deshalb muss man den alten Fieberer Bergstadion auch abreißen. Aber so ein Zitat dahin zu machen, das finde ich absolut richtig, wenn man es privat finanziert kann. Ich finde, 130.000 muss auch lachen, sonst wird es irgendwann unverhältnismäßig für ein historisches Zitat. Und ich glaube schon, dass wir auch in offenbaren Umgebungen Firmen haben, die sich bei diesem Gewerk engagieren werden. Dahinter gesagt, ja. Dass man von der Fieberer Straße aus sieht. Und das ist ja auch die Wortbildmarke, ne? Unseres Jahrhundertpartners, ja. Ja. Ah ja. Haben Sie noch weitere Fragen oder Interviewwünsche an die Akteure? Wir bieten jetzt auch, das kann man vielleicht nach dem Interview sogar noch eine Führung für Sie mit dem Verwalter und dem Herr Herzog an, wo wir nochmal die gesamten Räumlichkeiten uns ansehen, wo Sie auch nochmal die Möglichkeit haben. Ich brauche jetzt nicht sagen, aber ich würde ganz gerne noch ein paar Bilder des Stadions an die Hauptverantwortlichen hier Stadions übergeben. Ich habe leider ein Bild zu wenig dabei. Bald habe ich schon versprochen, ich komme vorbei persönlich, bringe Ihnen das, nehme es mir übel. Ja, schon. Ganz einfach eine Luftaufnahme des Stadions. Ich weiß schon, ob es im Rad was hinkommt. Super. Ein bisschen Baustelle ist noch zu sehen, von daher vielleicht nicht ganz perfekt. Aber der Wolfgang Bremer ist über das Stadion geflogen und hat diese Aufnahmen höchstpersönlich gemacht. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Danke für Ihr Vertrauen. Das ist doch klasse, weil ihr wart super krank. Also wir werden unseren Flugzeug immer bauen. Vielen Dank. Danke. Herr Weber. Ich weiß auch schon, was Sie kommen. Ins Handkleidezimmer Ihre Gattin? Nein. Ja. Nochmal herzlichen Dank. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Dann machen wir jetzt kurz die Interviews und gehen dann zusammen zur Medienführung. Sie können. Ja, das ist ja.